Visionäre inspirieren. Eine Podcast-Serie von und mit Silvia Zielkowski, die Zukunftsentwicklerin. Erhalten Sie Impulse von Experten, die ihren Weg gegangen sind, die Ungewöhnliches geleistet haben und die Einblick geben in ihre Visionen. Gespickt mit Tipps für den eigenen Lebensweg. Hören Sie rein und lassen Sie sich von den spannenden Interviews inspirieren. Grüß Gott, meine Damen und Herren, hier spricht wieder Silvia Zielkowski mit ihrer Podcast-Serie Visionäre inspirieren. Heute bei mir im Studio zu Gast ist Frau Renate Fritz. Grüß dich, Renate. Hallo, Silvia. Ich kenne Renate von der Ascodome Coach Akademie und ich habe sie immer bewundert dabei, dass sie so eine wunderbar ganz klare Position hat. Und das erklärt sich auch deswegen, weil wenn man weiß, was sie macht, dann ist das schnell verstanden. Einmal ist sie Geschäftsführerin von Frau und Geld. Zum anderen ist sie natürlich jetzt zertifizierter Ascodome-Coach und zum dritten hat sie schon mehrere Bücher geschrieben. Und das ist schon ziemlich bewundernswert. Liebe Renate, jetzt sag einmal, wie kommt man denn dazu, sag ich mal, wenn man so gut im Geschäftsleben steht und jetzt Geschäftsführerin von Frau und Geld ist und auch schon relativ lange jetzt, noch eine Ausbildung zum Coach zu machen? Ja, wie kommt man dazu? Eigentlich wird das ja schon alles reichen, gell? Das hätte ich jetzt irgendwie auch vermutet. Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, das Ganze noch ein bisschen runder machen zu müssen. So eigentlich eher für mich. Nicht mal mit dem Hintergedanken, das auch irgendwie anzubieten, sondern dass es für mich ein bisschen stimmiger wird in der Beratung. Mhm. Ich habe mir erhofft, da so ein paar Impulse aufzuschnappen und ja, das Ganze für mich ein bisschen stimmiger zu gestalten. Mhm. Ich habe dann während der Ausbildung gemerkt, dass ich eigentlich schon relativ viel mache in der Richtung, habe es aber einfach nicht als Coaching verstanden oder gewusst, wo Coaching anfängt und aufhört oder Beratung aufhört und Coaching anfängt. Ne? Diese Begriffe sind ja sehr ähnlich. Und ich habe gemerkt, dass ich eigentlich schon ziemlich viel umsetze, ohne es zu wissen. Und jetzt mit dem Hintergrundwissen durch die Ausbildung bei Sabine Ascodome hat das Ganze so ein bisschen einen Platz gekriegt. Mhm. Und ja, ich weiß jetzt genau, was, glaube ich, Coaching im Finanzbereich auch zu suchen hat und welche Aufgabe es da hat und wie meine Kundinnen davon profitieren können. Super. Und jetzt kommen wir gleich zu dem nächsten Punkt. Du bist Finanzexpertin. Und wenn ich dich über dein Thema reden gehört habe, dann war das immer mit leuchtenden Augen. Wie bist denn das geworden? Wie bin ich das geworden? Also das war eigentlich so auch erst im Nachhinein erkannt, die Erfüllung eines Traums, wenn man so will. Ich wollte immer selbstständig arbeiten. Ich wollte immer mit Menschen arbeiten, weil ja, mich interessieren Menschen einfach. Ja, ich will immer wissen, wie sind die drauf, was machen die, wie machen es die? Weil jeder macht es anders. Jeder lebt anders in einer anderen Situation. Also ein bisschen Neugier ist, glaube ich, berufsbedingt notwendig. Man muss sich für Menschen interessieren. Sie mögen sich ein bisschen reindenken können. Ja, und dann kommt natürlich die Finanzseite dazu und dass Frauen vielleicht ein bisschen eine eigene Sicht auf Finanzen haben, wenn man das mal vorsichtig ausdrücken will. Und dass es da einfach sehr viele Felder gibt, in denen Frauen, denke ich mal, Unterstützung ganz gut brauchen können. Und wenn es bloß Zuspruch ist oder Wissenstransfer. Ja. Weil für Frauen ist eine finanzielle Lebensplanung heute mehr denn je von Bedeutung, weil sie ja wirklich sich in Partnerschaft, im Berufsleben durchsetzen müssen, finanzielle Forderungen auch stellen sollten, müssen, ja, sich einfach ein bisschen, jetzt nicht falsch verstehen, aber hervortun müssen, um ja, damit es umgeht, damit sie ihre Frau stehen können. Also du plädierst quasi dafür, Mädels, macht euch auf und kümmert euch um eure Finanzen. Und wenn ich dir jetzt gerade so in die Augen schaue, dann muss ich sagen, dann denke ich mir gerade, lass mal nachdenken, Silvia, ist alles im grünen Bereich bei dir? Ja, dieses leichte Unbehagen, das merkt ihr schnell. Ja. Genau, das ermuntert quasi uns vom weiblichen Geschlecht nicht laissez-faire damit umzugehen und sagen, naja, bin ja verheiratet und wie miteinander geht das schon, sondern uns auf die Hinterfüße zu stellen und zu sagen, lass mich um meine Sachen selber kümmern. Ganz genau. Mhm. Ganz genau. Gerade bei uns in Bayern ist es ja leider
immer noch recht weit verbreitet, die Ehe als so eine Art Versorgungseinrichtung zu verstehen, ja? Mhm. Was aber leider nicht funktioniert. Ja? Auch wirtschaftliche Nachteile durch Kindererziehung nimmt eine junge Frau heute nicht mehr so leicht hin, wie jetzt eine, die ja, mit 50 zu mir kommt und für die das völlig normal war. Also dieser Wandel in der Gesellschaft, den kriegen wir hier hautnah mit in unserem Geschäft. Und die Frauen, die sich das halt, wie soll ich sagen, die sich da haben den Schneid abkaufen lassen, weil es halt so war, wie es immer schon war, ja, die versuchen wir halt so ein bisschen zu ermuntern, ja, stellt euch bitte auf eure Füße auch ein bisschen und nicht nur auf die Füße eures Partners. Ja. Okay, jetzt habt ihr im März quasi zwei neue Bücher rausgebracht, Reich für Einsteigerinnen und Reich in Rente. Klingt toll, gell? Super. Woher nimmst du die Zeit her, das auch noch zu machen? Also da muss ich jetzt sagen, federführend hat das wirklich die Helma Sick gemacht. Ich habe mit ihr ein Buch zusammengeschrieben, Reich in Rente. Wann macht man sowas? Das macht man nebenbei. Und wenn man eine Geschäftspartnerin hat, die da wirklich sehr, sehr viel Zeit und Muße und Wissen und alles drin investiert und ich quasi zuarbeiten kann. Ja. Du bist quasi die Co-Autorin des Ganzen. Ja, wir haben die Kapitel aufgeteilt, wobei in der neueren Ausgabe hat die Helma Sick noch wichtige Kapitel hinzugefügt, sodass es jetzt auch ein rundes Buch ist, das wirklich viel mehr Wert für die Frauen hat, die das lesen. Das andere Buch, Reich für Einsteigerinnen, haben wir quasi im Verbund geschrieben. Wir sind ja organisiert in einem Netzwerk bundesweit mit vielen Büros, die sich über ganz Deutschland verteilen. Und da haben wir halt eine Buchgruppe gebildet und die Themen auch aufgeteilt. Jeder hat das Thema, das er zugelost bekommen hat, beackert. Und da ist ein super gutes Buch für junge Frauen entstanden, für okay. Berufseinsteigerinnen, damit die gleich von vornherein wissen, was ist wichtig, wo lege ich das wenige Geld, das ich jetzt verdiene, das erste Geld, das man verdient, am besten an, was brauche ich jetzt noch nicht, ist auch ein sehr wichtiger Punkt, weil man kriegt ja sehr viele Impulse, gerade wenn man mal ein bisschen Geld verdient. Also dass man es einfach für sich selber fähig ist, eine strategische Planung aufzustellen und zu entscheiden, das braucht es jetzt und das braucht es noch nicht. Ja. Renate, wo geht es für dich persönlich noch hin? Das ist eine heiße Frage. Also was wahnsinnig Spaß macht, ist schon auch die Beratung, klar. So viele Frauen, so viele tolle Frauen, die hier Kundinnen sind, das macht einfach rasend Spaß. Was aber auch wahnsinnig Spaß macht, ist es, Workshops abzuhalten, was wir auch im Haus machen, was ich aber auch woanders mache. Oder Vorträge zu halten über bestimmte Themen, gerade eben auch Altersvorsorge für Frauen. Es gibt da so viel, ich komme immer wieder in Stocken, weil mir 1000 Themen durch den Kopf schießen, die ich jetzt gleich nennen könnte. Aber also dieser Wissenstransfer, um es kurz zu machen, der Wissenstransfer, der interessiert mich mehr und ich würde mich wirklich gerne in die Richtung auch ein bisschen weiterentwickeln. Es tut sich auch schon ein bisschen was, aber das ist noch nicht ganz spruchreif. Okay. Muss man also das heißt, ein wenig Geduld haben. Dieses Thema Finanzen Frauen näher bringen, das ist wirklich, das atmest du, das lebst du und das soll auch dein Leben weiterhin ein Stück weit begleiten. Ja, das ist eigentlich das Ziel. Wunderbar, wunderbar. Du hast ja nur viele, viele Frauen hier, die dich um Rat fragen, wie sie mit ihren Finanzen umgehen sollen. Und mit Sicherheit fragen dich auch viele, wie erreiche ich eigentlich meine Ziele, Frau Fritz? Hast du 3 deine entscheidenden Tipps, wie erreichen Menschen ihre Ziele, die du unseren Hörern hier mitgeben kannst? 3. Also der erste, der ganz spontan kommt, ist wirklich, fangt an, get it started. Ja? Mhm. Also und wenn es nur mit einer kleinen Summe ist, aber fangt an, Mädels, tut was. Der zweite ist vielleicht, ja, es ist auch ein Kapitel in unserem Buch, Träumen ist gut, Planen ist besser. Okay. Mhm. Ja, man macht sich sehr viele Illusionen und kommt vielleicht mal wieder von der Strategie ab, weil irgendwas passiert, privat, von außen, Krise oder beruflich passiert irgendwas. Mhm. Dann lässt man sich draus bringen und irritieren. Ja, und einfach das Ziel vor Augen haben. Zu sehen, dass was wächst, das Spüren, dass es schön ist, wenn was wächst, dass man für sich sorgt.
Okay. Das ist wichtig, dass man eigenverantwortlich denkt, auch in finanzieller Hinsicht. Super. Jetzt noch eine letzte Frage. Wenn Frauen Visionen haben, die sie verwirklichen wollen, was rätst du denen? Was rate ich denen? Dranbleiben. Ja. Also auch wieder die dranbleiben. Vision nicht aus den Augen verlieren. Mhm. Oft geht sowas nur, oder ich würde sagen schief, genau, oft kommt es einfach gar nicht erst in die Gänge, weil sich Frauen nicht trauen. Weil Frauen nicht wissen, was in ihnen steckt. Also mutig sein. Mutig auch. Sein, mhm. Ausprobieren, sich ausprobieren, mal einen Urlaub opfern, nicht nach Griechenland fliegen, sondern einfach mal an der Idee arbeiten. Ein bisschen das auszuschmücken, sich hinzusetzen auf seinen Balkon oder die Terrasse mit einem Block und einem Stift und einfach mal die Gedanken in die Richtung treiben lassen, aufschreiben, was gehört zu meiner Idee, was brauche ich dazu, zu starten. Ja, und dann einfach mal so ein bisschen überlegen, bringt es was? Womit verdiene ich dann das Geld? Ja, und da geht es dann aber schon wieder in die Details. Ich sehe schon mal. Ja, weil damit der Traum auf die Straße kommt, sozusagen, ja, genau, die PS, brauchst letztendlich brauchst das Geld. Wunderbar, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Renate, ich danke dir sehr für dieses Interview. Sehr gern, hat Spaß gemacht. Meine Damen und Herren, das war wieder Silvia Zulkowski mit ihrer Podcast-Serie Visionäre inspirieren. Diesmal mit Renate Fritz von Frau und Geld. Das war die Podcast-Serie Visionäre inspirieren von und mit Silvia Zulkowski, die Zukunftsentwicklerin. Die besondere Interviewserie mit Impulsen und Inspirationen für die eigene Vision. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Visionäre inspirieren.